Buchhandlung Heckenhauer hat der 18-jährige Hermann Hesse in den Jahren 1895 bis 1899 einen Großteil seiner Zeit verbracht. Fast zwölf Stunden arbeitete er von Montag bis Samstag als Buchhändlerlehrling. Die Tübinger Zeit hat ihn geprägt. Auch 25 Jahre nach seinem Weggang schreibt er über seine Erinnerungen an die Universitätsstadt. In einem Brief an den Stuttgarter Autographensammler und Arzt Emil Schwarzkopf. Dieser Brief vom 7. Juli 1924 ist im Original hier im Hesse-Kabinett präsentiert. Hesse dankt Emil Schwarzkopf darin für eine erhaltene Tübinger Zeichnung, die ihm lieb geworden sei. Er gesteht weiterhin: Vielleicht bloß, weil meine schwäbischen Erinnerungen und Verbundenheiten, je weiter sie zurückliegen, mir desto lieber werden. Zu den schwäbischen Erinnerungen und Verbundenheiten, die Hesses Tübinger Zeit geprägt haben, zählen auch die Verbindlichkeiten, die er hier eingegangen ist oder eingehen musste. Davon zeugt auch der Brief, den Hesse zu Beginn seiner Lehrzeit aus Kalf von seinem Vater erhalten hat. Darin mahnt Johannes Hesse den Sohn in schwäbisch-pietistischer Manier zur Sparsamkeit. Er gibt ihm zehn Gebote für Tübingen mit auf den Weg. Der lange Arm des Vaters reicht von Kalf bis nach Tübingen. Er gibt vor, wie viel Taschengeld Hesse wöchentlich zu beziehen hat, für was er es ausgeben dürfe und für was auf gar keinen Fall. Das Rauchen soll Hesse auf ein Minimum beschränken und auch vom Kartenspiel soll er sich fernhalten. Darüber, welchen Einfluss Hesses Tübinger Aufenthalt auf seine persönliche und literarische Entwicklung hatte, möchte ich heute mit Sebastian Böhmer, einem der Kuratoren dieser Ausstellung, sprechen. Sebastian, schön, dass du heute hier bist und mit uns nochmal das Hesse-Kabinett besuchst. Kannst du uns in deinen eigenen Worten nochmal erläutern, was das Konzept dieser Ausstellung ist? Ja, man kann eigentlich sagen: Am Anfang war der Raum. Also die Stadt hatte die Möglichkeit, in diesem historischen Raum, in dem Hermann Hesse tätig war, etwas zu zeigen. Und man kam auf die Idee, Hermann Hesses Tätigkeit in Tübingen von diesem Ort ausgehend dann ja, zu präsentieren und seine vier Jahre, die er hier verbracht hat, zuerst als Lehrling und dann als Angestellter im Buchhandel äh, beim Heckenhauer ähm, einer Öffentlichkeit zu präsentieren. Du hast es erwähnt, Hermann Hesse hat hier äh, gearbeitet in den Jahren 1895 bis 1899 als Buchhändlerlehrling. Gewohnt, hat er aber in der Herrenberger Straße in der Weststadt. Das heißt, er hat also schon zweimal täglich die Stadt durchquert. Wie würdest du das einschätzen, Sebastian? Ist ähm, Hermann Hesse in Tübingen heimisch geworden? Welches Verhältnis hatte er zur Stadt hier und wie schreibt er darüber? Die Frage nach dem Heimischwerden ist natürlich schwierig, weil sie ja suggeriert ja im Grunde, dass es für einen vierjährigen Aufenthalt eines jungen Menschen in einer Krise, er kam ja nach Tübingen nicht unter einem positiven Auspizien. Er war ja, sagen wir mal, es war ja so ein bisschen letzte Chance-Charakter hatte das ja. Ähm, grundsätzlich würde ich die Frage, ist Hermann Hesse in Tübingen heimisch geworden, mit Ja, aber beantworten? Also ja, aber ich glaube, er musste dafür einen schweren und auch also harten Prozess auch durchleben, an dem er selber auch aktiv teilnehmen musste. Ähm, Du hast es ja schon gesagt, er hat ein geselliges Leben hier gehabt. Also er war jetzt kein Eigenbrödler, hat ähm, seine Arbeit gehabt, die, ich würde sagen, nach heutigen Maßstäben schon hart war. Also allein, was die Arbeitszeiten, die Belastung körperlich, die geistige Ermüdung, von der er ähm, häufig berichtet. Das ist vor allem in den ersten zwei Jahren so. Im ähm, dritten Lehrjahr und im ähm, darauffolgenden Jahr als Angestellter ist es dann schon ein bisschen anders, was nämlich dann, glaube ich, auch damit zu tun hat, dass er. Heimischer wird und sich besser an die Verhältnisse ähm, ja, anpassen kann. Landschaft hat er, glaube ich, sehr geliebt. Es gibt viele ähm, Schilderungen, wie er äh, auf Spaziergängen schaut und äh, diesen Ma Blick, diesen malerischen Blick eben auch schweifen lässt und es sehr genießt. Sozusagen, das, was er hier mitgenommen hat und was auch wesentlich auch nur mit Tübingen zu tun hat, ist eben, dass er. Diese Chance, die er, glaube ich, in dieser Lehre nach vielen Rückschlägen und Fehlversuchen eine, ein erwachsenes, professionelles Leben zu führen, schon hinter sich gebracht hat, dass er die ergriffen und auch durchgezogen hat. Er hat ein geregeltes Leben geführt. Und ich glaube, und das ist ja auch eine der Hauptideen der Ausstellung, dass das von entscheidender Bedeutung war, dass er ein professioneller Schriftsteller werden konnte. Also insofern, dass die Heckenhauer-Tätigkeit speziell ihn befähigt hat, das Schreiben als Arbeit wahrzunehmen. Also muss ich Geld verdienen und das tue ich und dann kann ich schreiben, dann habe ich die Freiräume. Es gibt auch Äußerungen, dass er zu schätzen weiß, dass gerade die harte Arbeit dann die Mußestunden im Grunde erst wertvoll macht. Und das andere ist eben, dass er glaube ich, versteht, dass Schreiben tatsächlich eine Arbeit ist und nicht einfach nur eine Inspiration, die ein junger Mensch durchlebt und begeistert ist und dann schreibt man das aufs Papier, sondern dass das wirklich ein Handwerk auch ist. Die Jugend des Dichters, der Jugend heißt ja, dass Tübingen eben diesen, wie ein Katalysator gewirkt hat auf ihn, dass er eben als ein anderer Mensch die Stadt verlässt und eben auch als ein reiferer Mensch und so schreibt er es auch in einem Brief. Inwiefern, Sebastian, würdest du sagen, ist Hesse in dieser Tübinger Zeit in der Literatur heimisch geworden? Das ist, glaube ich, eine extrem intensive Lese- und Schreibezeit für ihn gewesen. Ich glaube, das ist ja auch gerade dieser Effekt, dass man eben von der reinen Inspiration hin zum Schaffen und auch zum, zu einem Werk irgendwie gelangt, die man bei ihm nachvollziehen kann. Und es ist auch ganz gut dokumentiert, dass er... Unheimlich viel gelesen hat. Also er spricht da oder schreibt dann eben auch darüber, dass er, wenn die anderen eben Bier trinken gehen, er dann eben diesen Habitus des stillen, zurückgezogenen, des Dichters eben pflegt, wie er im Grunde über diesen ähm, üblichen Lesen, Imitieren, Schreiben und wieder von vorn lesen, imitieren, Schreiben und bei den Schriftstellern, die wir für gute Schriftsteller halten, kommt dann irgendwann eben beim Imitieren auch was eigenständiges irgendwann raus. Selbst die größten Hermann-Hesse-Liebhaber werden mir wahrscheinlich nicht an die Gurgel gehen, wenn ich sage, wenn nur das von ihm überliefert wäre, wäre er nicht Teil der Weltliteratur geworden. Also ich glaube, so vorsichtig darf man es formulieren. Aber der Witz ist ja, dass im Grunde das eben auch eine Art von Handwerk ist, welches er sich selber beibringt. Er bringt sich bei. Formen zu proben, zu üben, ähm, Gestaltungsmöglichkeiten zu, ähm, also auszubuchstabieren, eine Sprache zu finden für Gefühle, für das, was ihn bewegt, für Gedanken. Also er ist, seine eigene Literatur beschäftigt sich praktisch mit dem, was er in Tübingen ausgehandelt hat mit sich selbst. Also er kam hierher als ein, man würde ja im Grunde aus einer Außenperspektive sagen, er kam als Problemkind hierher. Also von, für, den, für die Eltern und diese berühmten sogenannten zehn Gebote, die auch in der Ausstellung ja sichtbar sind, ähm, als Holztafeln. Da ist er ja einfach ein Junge, der Anleitung braucht. Und äh, aus der Sicht der Eltern ist das ja auch richtig. Und wir neigen natürlich heute dazu unsere Sympathien dem Individuum und dem schöpferischen Menschen und nicht dem religiösen, bornierten Menschen, der fordert, aber nichts gibt zu schenken. Aber aus der Sicht der Eltern war das natürlich eine gut gemeinte Hilfestellung. Ja, herzlichen Dank für deine Ausführungen. Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Sehr schön.